Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemeinderade. Ja, wir haben jetzt die beiden Felder angesehen. Das letzte Video, da hat es bei mir wieder OBS Studio blöd rumgemacht. Da gab es jetzt ein Update. Ich hoffe jetzt, dass es besser ist. Ich muss das jetzt mal nach dem Video anschauen, wie das Video rübergekommen ist, ob es auch wieder so abkackt ist und ob sich das Spiel auch wieder aufhängt. Aber ich habe jetzt ein Update drauf. Da kam jetzt ein offizielles Update von OBS Studio. Wir haben jetzt auf den beiden Feldern, da habe ich, ich weiß nicht, habe ich euch schon gesagt, da habe ich jetzt Gras drauf. Das möchte ich im Frühjahr mal schauen, also möchte ich ernten, bevor man Mais drauflege, dass ich von dem Feld doppelt Ertrag erholen kann. Und auf dem zweiten Feld, wo man Mais drauf macht, werde ich es genauso machen. Ich schätze mal 42 oder 47 haben wir Mais drauf gehabt, vielleicht wird es 42 oder muss ich schauen, welches Feld, das ich noch zum Mais dazu nehme. Das da oben, ja gut, das ist jetzt nicht so schön gewalzt. Da habe ich das obere Eck vergessen, da muss ich nochmal runterfahren, möchte das noch wegwalzen. Da haben wir jetzt, glaube ich, 93% mehr Ertrag, aber nicht ganz 100%, aber 93% mehr Ertrag. Ich denke mal, wenn ich das wegwalze, werden wir dann bei 100% mehr Ertrag sein. Ich habe jetzt die 33 mit düngt, mit Flüssigdünger. Habe im Weltrechner geschaut, was mir braucht an Flüssigdünger, 1027 Liter. Ich habe eine Spritze 1300 Liter mitgenommen und jetzt sind noch, glaube ich, 130 Liter drin. Also der Feldrechner funktioniert wirklich super. Mit dem könnt ihr wirklich arbeiten und funktioniert auch wirklich mit deiner Angabe. Also die stimmt wirklich überein. Das war im 2019, war es immer ein bisschen ein Problem, da hat die Angabe nie gestimmt. Da ist immer mehr braucht, wie da drin gestanden ist. Aber jetzt funktioniert er wirklich super. Okay, heute geht es für uns ans Rapsdresche. Ich möchte die 42 der Raps ernten. Und danach geht es dann in Mais, sodass wir schon der Mais, das erste Silo füllen können mit Mais. Und danach geht es an die drei Felder. Da werde ich so machen, dass mein Arbeiter die Felder mäht. Und ich das dann gleich runterholen kann, sodass wir jetzt schon richtig schön die Silos befüllen können. Okay, dann hängen wir an der, ich würde sagen, zum die Dreischemmel, den Hängerzug bringen wir mit dem Valtra hin ans Feld. Ja, dann nehmen wir den Valtra. Der hat noch ein bisschen mehr Power wieder. Zettor, am Zettor habe ich schon die Walze hängen. Das wird dann mein Arbeiter machen. Das eine Feld unter Walze. Der hat jetzt gerade nur heute Urlaub, aber morgen wird er dann kommen und dann wird es losgehen im Walze. Wir hängen den Hängerzug an und holen dann nachher gleich den Trion. Genau. Bin mal gespannt, was da an der Trag runterkommt von dem Feld. Raps. Ist zwar voll gedüngt, 100%, alle beide Düngestufen sind drauf, aber es ist, glaube ich, Unkraut drin. Müssen wir einfach mal schauen, was da rüberkommt. Ein bisschen näher dran fahren, oder wie sieht das jetzt schon aus, da die Geschichte da... Ah doch, da war es jetzt gerade. Jupp. Ja, man hört ein bisschen der Druckluft-Mod, das... Fische, wenn man Schläuche ankoppelt. Habe ich jetzt beide Züge dran? Oder ist nur einer? Ne, sind beide dran. Okay, und ab ans Feld. Da bin ich mal gespannt. Ich warte jetzt mal ab mit der Kühe. Was da für Stelle noch kommt, ob es da Update gibt oder irgendwas. Ich habe jetzt auch mal bei Forbidden Mod geschaut. Also das ist bei beiden Stallanlagen angesprochen worden mit dem lauten Kugelgebrüll. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich die große Weide auch noch rausnehmen muss, aber bis jetzt war eigentlich nichts, dass der Stall auch Probleme gemacht hat. Nee. Straße frei. Und Abfahrt. Muss ich mal schauen, wo ich den jetzt absetze, den Hänger. Ich glaube, auf der anderen Seite des eine Feld ist abgeerntet, dass wir ihn da im Feld abstellen können. Da ist jetzt auch wieder alles ziemlich eng. Muss ich schauen, wie ihr das macht. Das Feld liegt, glaube ich, gleich da hinter dem.
Das müsste es da oben sein. Ist da? Nee, ist es it? Da ist es, glaube ich, doch nur eins weiter. Kann ich es ja vielleicht auf dem Feld absetzen, am Rand irgendwo. Ich fahre mal da kurz hin. Wie man das macht, vielleicht lasse ich auch den Hängerzug da stehen. Allerdings mit dem... Ist noch ein Feld hinter dran? Jetzt schaue, wo ich jetzt da bin. Ah ja, da ist noch eins hinter dran. Okay, ich dachte, das sei es schon. Okay, dann müssen wir ein Stück weiterfahren. Dann werde ich den Hängerzug wahrscheinlich auf dem abgeernteten Feld, da wo jetzt Unkraut drauf ist, absetzen. Dann brauche ich mit dem Trier nicht jedes Mal über die Straße rüberfahren und kann schneller abtanken. Ich würde sagen, dass man den da an den Rand hinstellt, wenn das Feld ist. Ja, komm, den stellen wir da an den Rand hin. Lasset da der Wald dran stehen. Passt so. Lasset da der Wald dran stehen. Dann muss ich nur kurz schauen, wo stelle ich den Trion mit dem... Komm, den stellen wir da auf das Feld. Ja, normal macht man es nicht, aber ich... Das ist da alles so eng, ja, da haben wir Platz. Da stellen wir ihn ab. Da können wir auch dann schön rangieren und hinfahren. Okay, dann holen wir den Trion. Jo, wir sind am Feld angekommen. Ich bin mal gespannt, was da an Ertrag runterkommt. Da ist ja wahnsinnig viel Unkraut und Zeug drin. Da bin ich echt mal gespannt. Ich glaube, dass da nicht mal besonders viel runterkommt, wenn so viel Unkraut drin ist. Aber es ist halt zu 100% düngt. Von dem her... Schauen wir einfach mal. Ich würde auch sagen, dass wir den größten Teil von dem ganzen Raps oder alles vom Raps verkaufen. Wir brauchen eigentlich jetzt so keinen Raps. Den möchte ich eigentlich nur auch nächstes Jahr wieder anbauen für unseren Lohn oder für unseren Ertrag, dass wir einfach Geld verdienen können im Raps. So, jetzt habe ich aber das Schnellwerk verkehrt rumstehen. Aber Mann. Ach komm, wir fahren da einfach durch den Acker. Das ist mir jetzt... Ich kann da jetzt umdrehen, das ist schwierig. Ich hätte es müssen rückwärts hochrangieren auf das Feld. Ja, komm, wir machen es so. Ist eigentlich nicht real, aber ja, einfach mal Auge zudrücken. Joop. Fahren wir da rückwärts. Mal da rum. Ja, kommen wir mal. Ja, der Landwirt hat nichts gesehen, dem das Feld gehört. Wie war das auch mit? Das war jemand anders. Das war der Lehrling. Das haben wir den Lehrling. Wir schieben immer alles auf den Lehrling. Jupp. Halt. Was ich glaube, Heißt, dass ich jetzt nicht ankupple. Jupp. Ich würde sagen, mir steche dort vorne rein ins Feld. An der Straße. Damit ich da mit drin irgendwo einsteche. Kommen wir mal da an den Bäumen vorbei. Passt doch. Ah, da am Schlepper kann es knapp werden. Komm, mir steche da. Ei, ich komme am Schlepper nicht vorbei. Ja, es ist also auf der Party ist schon brutal eng. Gerade mit deiner großen Maschine. Ja, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Zapfwelle noch. Die ist noch nicht angeschlossen. Jupp. Au. Und los geht's. Da dreschen wir das einfach da, das kleine Eckle dahinter, einfach so weg. Ja. Einfacher für uns. Jupp.
Da muss ich jetzt nachher mal schauen, gilt das auch schon als Dünger? Aber ich glaube nicht. Das kleine Stück da auch noch wegnehmen. Und das da auch noch. Ja. Wollen wir da jetzt ein bisschen besser umdrehen? Es ist wirklich eng, aber es ist eine Herausforderung, aber das macht auch echt Spaß. Wenn man so ernten muss und überall aufpassen, dass man nirgends hängen bleibt. Schauen wir mal, was da an Ertrag runterkommt. Ich würde sagen, wir nehmen da erst mal das Vorgewände runter. Dann haben wir einfacher zum Umdrehen. Okay. Ja, ich bin so gespannt auf den Projektverlauf insgesamt. Ja, die letzten Videos, wo ich gesagt habe, die sind so schlecht bei euch angekommen. Wir haben jetzt doch noch gute Aufrufzahlen gekriegt. Also für mich gute Aufrufzahlen. Auch jeweils, glaube ich, 6 Daumen an nach oben. Vielen Dank an euch. Freut mich, dass das Projekt so gut angenommen wird. Und ja, Glasfaser kommt. Vertrag habe ich jetzt eingeworfen. Bei der Gemeinde, dass ich auch Anschluss möchte, aber bis ins Haus rein. Also der wird bei mir bis ins Haus rein verlegt. Ja, das bringt nichts bis an Gehweg. Wir haben auch noch von Gehweg ins Haus rein Kupfer. Und ja, das nimmt so viel Leistung weg. Ich möchte bis ins Haus rein, das kriege ich jetzt auch. Habe ich auch im Vertrag so drin. Dass wir das Glasfaser bis ins Haus rein kriegen. Und dann haben wir auch wirklich 250 Megabit, wo am Rechner ankommt. Und dann wird es auch Livestreams geben auf der Rade. Bei den Livestreams werde ich so machen, da werde ich kein Curseplay oder kein Helfer laufen lassen. Da werden wir alles selber machen. Deshalb lassen wir es auch 4 Tage laufen. Aber wenn es Folge gibt, wird es unter der Woche so 2-3 Folgen geben. Klar, Röwitz Multiplayer wird es auch geben. Unter der Woche werde ich vielleicht 1-2 Folgen machen. Aber überwiegend Radio wird es dann Multiplayer. Ja, meistens Samstagabend, vielleicht auch Sonntag. So 2 Stunden oder so. Und ja, habe ich jetzt richtig Bock drauf. Das Projekt möchte ich jetzt einfach mal durchspielen. Ich habe noch nie ein Projekt gehabt mit über 100 Tiere. Und da möchte ich jetzt wirklich mal auf groß gehen. Wie sich so ein Projekt entwickelt, wenn man eine große Anzahl an Tiere hat. Und da habe ich jetzt... Da bin ich jetzt so heiß drauf und da freue ich mich jetzt richtig auf das Projekt. Ich schaue jetzt nachher auch mal mit dem OBS Studio, wie, ja, muss ich einfach mal anschauen. Ich hoffe jetzt, dass ich das jetzt ein bisschen bessert hat, dass die Probleme weg sind. Ich habe auch irgendwas auf Englisch gelesen, dass sich das Spiel immer, ich konnte es nicht richtig übersetzen, muss ich mal noch mit Google übersetzen auf Deutsch. Konnte ich nicht ganz entziffern, aber da war irgendwas drin mit Eingefrieren vom OBS Studio. Dann dachte ich nur für mich, das ist wahrscheinlich das Problem, wo ich auch ständig habe. Okay, ein bisschen aufpassen, dass man da an den Bäumen hängen bleibt. Jo. Sind wir schon wieder vorne. Dann können wir besser wenden. Ich denke mal, das Getreide oder halt ja, das Feld haben wir ziemlich schnell runtergeholt. Und danach würde ich sagen, gehen wir gleich in Mais, dass der auch runterkommt. Und dann geht es schon da mit dem Stoppelsturz los auf deine Felder. Dass wir auch da 100% mehr Ertrag von deinen Feldern runterkriegen. Ich möchte auch schauen, dass jetzt alle Felder wirklich der höchste Ertrag, dass ich auf alle Felder wirklich den höchsten Ertrag runterholen kann, den wir runterholen. Oder halt den man erzielen kann, genauso. Okay, meine Freunde, ja, ich mache das Vorgewende und ja, dann schauen wir mal im nächsten Video, was da an Getreide runtergekommen ist. Ja, wenn euch das Video wieder gefallen hat, das Like nicht vergessen, abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.